Friede sei mit euch, so grüßt der auferstandene Christus. Sein Friedensgruß erinnert nach den Schrecken von Gewalt und Tod daran, was für unser Zusammenleben von zentraler Bedeutung ist, einander Frieden zu wünschen. Einander zuzusagen und zuzusprechen, ich will, dass du in Frieden lebst. Als mein Nächster, als meine Nachbarin, als Bürgerin und Bürger dieses Landes, als mein Mitmensch auf diesem verletzlichen und gefährdeten Planeten. Als Gottes Geschöpf unter Mitgeschöpfen wie ich selbst. Ich will mein Bestes dafür tun, dass der Friede, den ich mir und meinen Liebsten wünsche, dass der auch für dich Wirklichkeit wird. Das alles hat auch ganz viel und ganz grundlegend mit Ostern zu tun. Gott sagt sein großes Ja zum Leben als öffentlich sichtbaren und hörbaren Widerspruch gegen das Nein des Todes. Ostern ist deshalb eine Demonstration für das Leben und Mitmenschlichkeit. Weil dieses Fest des neuen Lebens aus Gottes Hand unsere Hoffnung gegen alle Mächte des Todes ist, sind wir Christenmenschen von Haus aus so etwas wie Protestierende gegen den Tod. Viele ziehen daraus ganz konkrete Konsequenzen. Sie stehen Kranken und Bedürftigen zur Seite, trösten Trauernde, überlassen Geflüchtete nicht einem ungewissen Schicksal, haben ein offenes Ohr für Einsame, treten ein für Frieden und Gerechtigkeit. Mit Respekt und großer Dankbarkeit sehe ich, wie sie daran mitwirken, dass unsere Gesellschaft eine Gemeinschaft wird, die uns über alle Unterschiede hinweg verbindet und in der niemand verloren geht. Bei dieser Friedensaufgabe lasst uns nicht nachlassen. Gebt Acht auf Liebe und Mitmenschlichkeit. Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Ostern. Und ich grüße Sie mit dem Gruß des auferstandenen Christus. Friede sei mit dir.